Jo, es geht auch gleich hier weiter. Jo, es gibt also noch einen Mann mit einem Gewehrarm. Oh, wie mysteriös. Es war vor 4 Jahren. Ja, Barrett erzählt wieder Lebensgeschichten. Lehnt euch zurück. Ich erinnere mich. Ich war auf dem Weg nach Hause von einem Makoreaktor. Aha. Ja, Barrett mit weißem Hemd. Barrett, Dün, kommt schnell! Das Dorf wird angegriffen! Es sind Shinra-Soldaten! Was? Diese Drecksäcke, machen wir sie fertig. Oh! Ja, die Shinra sind so hinterhältig wie, keine Ahnung, ey. Die machen jeden kaputt. Oh ja, es brennt. Es brennt schön. Schönes Lagerfeuer. Wie konnten sie es nur tun? Wie konnten sie? Was zum Teufel ist passiert? Oh! Übrigens Barrett noch mit beiden Armen. Er schreit jetzt ganz fürchterlich. Roar! Wie konnten sie das nur tun? Oh. Hey Barrett, es ist noch nicht vorbei. Sie warten alle. Gehen wir zurück ins Dorf. Na, ich glaube, die sind alle schon putt. So leid es mir tut. Barrett, Dean, schützt das Dorf! Oh mein Gott, sie haben ihn erschossen. Alter Mann! Sie haben den alten Mann erschossen. Ihr Shinra-Soldaten, ihr seid so dreckig. Komm, Barrett, wir müssen uns beeilen. Ja, er kommt doch gar nicht. Er kommt gar nicht dazu. Aber ich glaube, Barrett wird jetzt am Arm verletzt. Deshalb muss er implantiert werden. Barrett, du bleibst hier. Halt die Klappe! Wenn du so zielst, kannst du den ganzen Tag schießen und wirst nie treffen. Psst. Hör auf rumzuspielen und verteidige dich. Was ist denn das für eine? Pass auf! Oh nein! Dün, warte! Hör zu, du gehst zurück zum Dorf, hörst du? Ja. Ich geb nicht auf. Du gehst zurück, alle warten auf dich. Eleanor und Marlene, alle warten auf uns. Oh, ja, an dieser Stelle wurde Barrett am Arm verletzt, Dün in die Untiefen der Hölle gestürzt. Ja. Von da an konnte ich meinen rechten Arm nicht mehr benutzen. Okay, sehr tragisch. Jetzt wissen wir auch, wie Barrett seinen Arm verloren hat. Ich war eine Weile deprimiert. Aber dann habe ich meinen künstlichen Arm weggeworfen und habe mir das Gewehr hier anbringen lassen. Nette Idee. Aber einen neuen rechten Arm, damit ich mich an den Shinra rächen kann, die alles weggenommen haben. Okay, man kann des Barretts Hass auf die Shinra Corporation wirklich verstehen. Damals sagte der Doktor, dass noch ein Mann dieselbe Operation hatte wie ich. Aber bei ihm war es der linke Arm. Aber Dün hatte die gleiche Verletzung wie du, oder? Ja, das stimmt. Ihn haben die Shinra auch betrogen. Er kämpft bestimmt mit uns gegen die Shinra. Ne, wird mich nicht drauf verlassen. Muss mich bei Dün entschuldigen, bevor ich in Frieden ruhen kann. Und deshalb muss ich alleine gehen. Mach, was du willst. War es das, was du hören wolltest? Also, ich kann's dich nicht tun lassen. Wenn du nämlich stirbst, dann kriege ich Albträume. Barrett, das ist nicht das Ende. Wolltest du nicht den Planeten retten? Mist! Tifa, das solltest du inzwischen wissen. Das ist okay. Mir geht es ähnlich. Das ist leichter zu verstehen. Du bist es, Barrett. Also, da hast du's. Dann sind es wohl ich, Barrett und... Und? Ja, wen nehme ich denn noch mit in die Gruppe? Bum, 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 bum. Okay, Sid hat aber sehr viele HP. Für sein Level eigentlich schon ganz gut. Yuffie, Red 13, Tifa, Aeris? Nein. Ich werde Yuffie in die Gruppe nehmen. Mal zur Abwechslung. Okay. Das heißt, achso, nein, nein, ich möchte die Gruppe nicht wechseln. Das heißt, wir begeben uns jetzt also auf einen Rachefeldzug, könnte man sagen, um nach diesem Dün zu suchen. Die Truhe ist auch schon wieder leer da oben. Die klauen mir alle Truhen. Oh nein, ein Zufallspaar im Kampf. Oh nein. Klau dem Wechsellimit. Ja, diese hässlichen Masken oder was das da sind, die sind ja echt... Nein, ich werde den Klingenstrahl einsetzen. Genau auf dich, du Drecksmaske. Überfall. Was hat er mir denn geklaut? Eine Granate. Oh, wie süß. Die kann sie behalten. Klingenstrahl. Bounce. Tsch. Putt. Jaum schweift auf die beiden anderen ab. Naja gut, die sind noch nicht...
Diese blöden Diebe oder was das hier darstellen soll. Sternanhänger wurde gestohlen. Gib meinen Anhänger zurück, du Arsch. Bounce. Okay, Yuffie ist noch sehr schwach. Sie hat auch noch sehr wenig HP. Und keine einzigen Abilities wahrscheinlich. Ich glaube, ich muss sie noch ein bisschen ausrüsten, bevor es hier weitergeht. Na gut, aber sie stuft sich relativ schnell auf, da sie ja noch ein, ja, mickriges Level hat. So, ich werde mir ein paar Substanzen, was hat sie denn, werfen? Ah ja, das hatten wir doch erst bei Final Fantasy 6, mit Shadow. Er kann genau diese Sachen werfen und das ist genau die gleiche Ability hier. So, ich werde mit ihr... Na, ich habe ja gar nichts für sie. Das ist doof. Nein, ich habe nämlich gar nichts für sie. Na. Okay, dann werde ich Yuffie erstmal wieder rausnehmen. Und dann werde ich doch Tifa in die Gruppe nehmen. Ist, glaube ich, doch ein bisschen gescheiter. Weil sie einfach auch die besseren Abilities besitzt. Die bessere Materie. So, Substanzen. Ja, aber sie ist nämlich schon ausgerüstet und da ist das, glaube ich, schon ganz gut. Okay, es geht weiter. Was ist in diesem Haus drin? Wir schauen uns einfach mal um. Oh, eine Bar. Eine Bar? Was haben wir? Was haben wir hier? Na, der möchte nicht mit mir reden. Ein neuer? Da musst du was kaufen. Tja, so ist das hier. Ja, was hast du zum Anbieten? Trank, Phönixfedern und Zelte? Naja. Naja, möchte ich nicht unbedingt haben. Ja gut, mehr gibt's hier auch wieder nicht. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir in die Wüste, denn das ist unser nächstes Ziel. Wir müssen in die Wüste raus. Nein, ein Kampf. Ein Kampf. Und wer kommt jetzt? Wieder diese gleiche scheiße Gruppe hier. Diese blöden Diebe. Ich mag die nicht. Oh yeah. Ja, yeah, gib's ihm. Ein Talisman wurde gestohlen. Was denn für ein Talisman? Ein Mega-Handschuh, hallo? Ich mach dich putt. Tifa, mach ihn putt. Nein! Jetzt flüchtet er mit meinem Handschuh. Verdammte Scheiße. Was war denn das für ein Handschuh? Ich weiß es gar nicht. Barrett, Ebene auf. Ach, verdammter Fuck, Alter. Jetzt hat er meinen Handschuh hier mitgenommen. Für was war der überhaupt? Jetzt sag mir nicht, das war eine Waffe für Tifa, ey. Naja. Er hat auch nichts Besseres, aber Tifa hat was Besseres, sehe ich gerade. Warum hat sie das nicht ausgerüstet? Motor Drive. Ja, ist von den Schlitzen her eigentlich scheißegal, weil es ist auch nicht schlechter, sage ich jetzt, wie die Waffe davor. Deswegen werde ich die auch nehmen. So, toll. Frisch ausgerüstet mit dieser neuen tollen Waffe geht es nun weiter. Und zwar werde ich jetzt nach Norden vorstoßen. Ich muss nämlich in die Wüste hinaus. Also dieses Gefängnis hier von Goat's House ist ja wirklich mal abgefuckt. Also mehr fällt mir dazu echt nicht ein. Dam, dam, dam. Und dann noch diese hässlichen Masken hier. Die, ich werde Chocomock beschwören. So. Chocobo. Der Todesstoß. Ja, oh, ich liebe diese Beschwörung. Die ist einfach nur lustig und einfach nur stark. Warum leben die beiden noch? Ich weiß es nicht. Mir egal, auf jeden Fall, jetzt sind sie down. Oh yeah. Yeah, 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 yeah. Meine Videozeit ist schon wieder bald vorbei. Ja, wir haben ein bisschen was über Barretts Vergangenheit nun erfahren. Ein bisschen mehr. Wir haben nun herausgefunden, wie Barrett seinen Arm verloren hat. Dann, dass Dune noch am Leben sein muss. Oh, was denn hier passiert? Oh! Der sah vorhin aber noch etwas fitter aus. Auf den hat auch jemand geschossen. Oh mein Gott! Ja, wir dürfen jetzt in die große, weite Wüste hinaus. Leute, fragt mich nicht, wo ich hin muss, aber ich glaube, ich muss hier rüber.
und dann da nach oben und irgendwann komme ich dann dort an, wo ich dann auch hin muss. Oh, was ist das denn? Ifrit! Oder Blitz 2, das kann ich auch mal machen. Also das dürfte Zauberbarriere. Ich gebe dir gleich Zauberbarriere. Klaue! Ja, Ifrit, röste sie alle. Diese komischen Viecher da. Oh Gott, meine Zeit rennt. Meine Zeit! Ich muss mich ein bisschen sputen. Ansonsten darf ich wieder schneiden. Und das habe ich echt nicht so gerne. Na komm, Ifrit. Mach fertig. Yeah. Ha, seine Zauberbarriere hat ihm nichts geholfen. Nein, er lebt noch. Fuck die Wand an. Blitz 2. Jetzt hat sie ihn aber verrissen. Na gut. Dann jetzt ganz schnell einen Schnitt. Ganz schnell. Ja, Erfahrungspunkte, Heiltrank, bla bla bla. Ganz schnell einen Schnitt. Bis gleich.